Ey, wir sind ja gar nicht mal Erster. Heute stehen Standards auf dem Programm, an die Arbeit. Oh, Standards. Flanken. Okay, das war schlecht. Das war zu weit hinten. Bop. Zack. Ich spiele jetzt einfach rüber zu dem da. Oh, das war zu weit. Oh, nee, doch nicht. Oh, das war viel zu schlecht. Oh Gott, war das scheiße. Er hat es noch ein bisschen gerettet, aber ne? Sorry, Jungs, sorry. Alter, er macht erstmal ein Salto. Bams. Zweimal Punkte gekriegt. Präzise Elfmeter. Hey, der war doch drin. Ich wollte gerade sagen, das ist doch einfach, weil man den Pfeil sieht. Ohne den Pfeil wäre es schwer. Hä? Also ich meine ohne den Pfeil, wo er hinschießt. Da ist er auf dem Boden da. Pup. Mann, das ist ein bisschen empfindlich, ne? Solange man das Ding berührt, er ist sofort im Arsch. Nee, nee, das machen wir nochmal. Ich will A. Weiter so. Zack. Hier rein. Hopp. Da rein. Hopp. Da rein. Hopp. Easy going, easy going. Immer noch gesperrt, aber ich glaube, bald haben wir es freigeschaltet. Hat jeder gemerkt, wie gut Handwerker. Wer so trainiert, der feiert auch toller Erfolg. Die armen anderen Spieler, weißt du, die geben sich schon auch Mühe. Und die ganze Zeit so, ja, hier ist er dann scheiße, guck mal, was Hand da gemacht hat. Zweiter Platz. Oh, und jetzt spielen wir gegen die Ersten. Wird spannend. Spieltag 2 in der UEFA Champions League. Liebe Fußballfreunde, willkommen in der Königsklasse. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Spiel auch heute wieder für Sie daheim kommentieren. Und die heutige Begegnung heißt Olympique Marseille gegen Real Madrid. Und da haben wir die Startformation von Olympique Marseille. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Und so geht Real Madrid also in diese Partie.
Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breiten. Da passt er auf, Ball geklärt. Oder liegt da noch? Nun bei Metrolu. Dimitri Payet sollten wir in diesem Spiel ganz besonders im Blick halten. Ein Torjäger, wie er im Buche steht, brandgefährlich und genau das brauchen sie. Schuss! Könnte das gefährlich werden, es gibt Ecke. Satz mit X, war wohl nix. So, Ecke kommt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Sakai. Jetzt könnte es gefährlich werden. Isco fängt diesen Ball ab. Falscher Knopf. Und damit sind sie am Ball. Sanson. Luis Gustavo. Isco fängt diesen Ball ab. Jetzt die Flanke. Ah, die Flanke ist zu weit, da kommt keiner dran. Jetzt die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Schöner Fallrückzieher. Real Madrid, Buschi. Auch dieses Jahr wieder Topfavorit in Europa? Also zumindest einer davon. Gibt ja ein paar Teams, die es packen können. Und Real gehört dann natürlich dazu. Sie haben eine klasse Mannschaft, die ganz schwer zu schlagen ist. Metrolu! Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Isco jetzt. Warum ist der Isco Marcelo eigentlich immer so weit hinten? Ne? Dass er doch mit mir stürmen. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Und jetzt ist der Ball geklärt. Kommt der weitere Einwurf. Gute Gelegenheit für Real. Ja, hallo. Ah, da kommt er. Sehr schön angenommen. Und Isco. Oh, Isco, Luis Gustavo. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Der Konter wird abgefangen. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Der Freistoß, klare Sache. Ja, spiel früher ab, bla bla. Und Luis Gustavo. Modric fängt diesen Ball ab. Fuck. Spieltag 2 in der UEFA Champions League ist schon klasse, wie dieser Wettbewerb angenommen wird. Und das seit vielen, vielen Jahren, Wolf. Der Triumph 4. Der ist wichtiger als ein Triumph in der heimischen Liga. Wenn du das Ding gewinnst, dann bist du ganz groß. Dimitri Payet. Da kommt der Schuss. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Also die Abschläge sind ja auch noch üben. Payet. Das kann ja verschnieren, Mann. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Marco Asensio. Es gibt hier Einwurf. Jetzt hüpft der Hand auch noch eine. Marcelo. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Payet. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Und das ist der Ballverlust. Metrolu! Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Sie holen sich den Ball. Ich finde Amateur da, was für Folgen. Das macht er gut. Viel 0-0 zu einfach. Zur Pause bisher. Kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Vor allem kennt der Schiedsrichter gar keinen Dings mehr, keinen Angriff mehr. Keinen laufenden Angriff. Der pfeift einfach immer ab, selbst wenn du kurz vorm Tor stehst. Ja. Voll behindert. Und weiter geht's. Ja, Anpfiff zum zweiten Durchgang hier am zweiten Spieltag in der UEFA Champions League. Also bisher eine klasse Partie, kann gern so weitergehen. Ball draußen, es gibt Einwurf. Ach,
Einwurf zum Gegner, das war unkonzentriert. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Herrlich, das könnte die Führung geben. Kein Tor. Ach, das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Unglaublich. So. Oh, Ecke groß. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Abwehrverbund steht hinten drin. Jetzt lassen sie erstmal kommen. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Flanke kommt von Bale. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Die haben irgendwie so 3-4 Sprüche und die erzählen sie immer. Erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Toni Groß jetzt. Super Pass von Groß. Klasse Aktion, Ball ist weg. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Marcelo. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Warum droht bei mir eigentlich schon wieder die Auswechslung? Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Ich mache wenigstens Druck hier nach vorne. Luis Gustavo. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Tova. Und er gibt abseits, das war eng. Nice. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Ja, ja, bla bla. Modric. Und jetzt Toni Kroos. Bale. So, ach, der Ball findet überhaupt keinen Abnehmer. Es geht drüben mit einem Einwurf weiter. Jetzt muss er runter, es war eine Vorsichtsmaßnahme, er hatte schon gelb. Richtige Entscheidung vom Trainer, das Risiko war zu groß, dass er hier vom Platz fliegt. Mein Gott, das werden wir wahrscheinlich dann Marseille auch mit noch viel Platz auf dem Flügel. Oh, das war aber jetzt kann er den Ball reinbringen. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und Hunter. Nun Isco. Renn. Jetzt müssen sie aufpassen. Und er schießt. Nein. Gute Aktion. Gut geklärt. Fuck. Der Ball ist draußen. Real jetzt knapp. Mit dem Einwurf. Spielerwechsel bei Real Madrid. Karim Benzema kommt. Ja, das ist Offensivqualität pur. Fick dich. Um Arsch her. Machen wir so hier, ne? Das sind doch Idioten. Ich bin der Einzige, der da vorne Druck macht und die wechseln mich aus, ey. Wie so ein paar Deppen. Oh Gott, ich sag's euch, ey. Echt lächerlich. Ah, 2 Tore haben wir noch gewonnen. Nice. Mann. Ist er okay? Ja, es ist alles okay. Keine Sorge. Der Trip macht ihm Spaß. Gut. Wie schwerhörig ist denn der, dass er das nicht hört? Jetzt weiß ich auch, wie du dich immer vor einem Spiel fühlst. Ma, du schaffst das. Oh. Alex. Bea. Oh, und Sie müssen Mrs. Hunter sein. Catherine. Angenehm. Bea. Und das ist mein Großvater Jim Hunter. Ich weiß, wer Sie sind. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen. Nein, bleiben Sie sitzen. Ich wollte Ihnen nur die Hand geben, wenn ich darf. Angenehm. Das hier drüben ist mein Assistent. Maximilian Luis. Para servirnos. Und das hier ist der Marketingchef bei Villanova und Partner, Francesco Exposito. Buongiorno, freut mich sehr. Ich dachte nicht, dass so viele kommen würden. Nun, sollen wir loslegen? Also, zusammenfassend. Wir präsentieren Alex als Wolf.
indem wir seine Intuition und seine Intelligenz auf dem Platz betonen. Das verbinden wir mit der Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Francesco? Für mich symbolisiert der Wolf hier eher, dass Alex Teil eines Rudels ist und kein Einzelkämpfer. Und das gefällt mir nicht. Wie siehst du das? Was denkst du? Ich find's okay. Hat viel Potenzial. Es braucht definitiv einen Feinschliff. Ich schlage vor, da wir uns nicht einigen können, dass Catherine das Feedback einbaut und die Idee überarbeitet. Und mein Team und ich denken uns eine Alternative aus. Und dann versuchen wir es nochmal. Ist das eine Bitch? Klingt doch fair. Sehr gut. Exzellent. Dass man sich nicht so anders entscheiden kann. Also, dass man nicht sagen kann, ja, ich halte hier zu meiner Mutter. Das ist schon ein bisschen, ne? Oh, wir wechseln mal hier. Zum Danny. Also, es scheint irgendwie in der Zeit drin und er hat zu springen. Weil vorhin hat unsere Mutter ja schon mal die Alte gesehen. Und da hat sie schon gekannt. Und jetzt kennt sie es scheinbar nicht mehr. Es springt ja irgendwie hin und her in der Zeit, habe ich so das Gefühl. Und jetzt aber. Und? Oh, und? Ah. Juhu! Hast Glück, dass wir uns nicht begegnen. Oh ja, wäre peinlich für dich gewesen, gegen deinen Ex-Verein rauszufliegen, ja, dir den Traum von der Champions League zu versauen. Ja, ja, das wäre für mich unerträglich gewesen, echt jetzt. Vergiss es. Immerhin musst du gegen Terry ran. Komm schon, ein Bruderduell ist doch super für die Medien. Ja, das wird was Besonderes. Oh, das ist Michael. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall in der Vergangenheit. Ah, er hat The Williams, den Superstar, als Klienten, Mann. Also geht's ihm gut. Stell ihm schöne Grüße. Ich werd's mir überlegen. Bis dann, Mann, bis dann. Bis dann. Ah, Michael, wird doch Zeit. Ach, tut mir leid, überall war Stau. Wie sieht es aus? Ja, alles gut, spannende Auslosung. Ich mach die Tür für dich zu. Mir war immer klar, dass Hunter ein Null ist. Der erinnert mich an diesen Jungen aus der Schule. Diesen Möchtegern-Fußballer, wie hieß der noch gleich? Was, Magas? Diese Möchtegern sind alle gleich, Mann. Magas hat damals 20 Übersteiger gemacht und ist dann über seine Schnürsenkel gestolpert. Und jetzt? Seine Karriere ist vorbei. Das war's bei ihm. Okay, Danny, ich habe mich gerade mit einem Bekannten getroffen, einem Makler. Ja? Er hat das perfekte Haus. 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 1 Sauna und 10% Rabatt. Ist das dein Ernst? Ein Link hat's auch getan, oder? Aber hier kannst du nicht ewig bleiben, oder? Sieht nicht gerade nach Premier League aus, oder? Sieht eher nach Kreisklasse aus. So ein Haus würde dich inspirieren, oder? Es würde nicht nur den Sponsoren Respekt einflößen, okay? Ja. Zeig ihnen, dass du auf dem Weg nach oben bist. Denk darüber nach. Ich melde mich, okay? Ja, ja, okay. Danke, Michael. Sollen wir uns ein neues Haus kaufen, oder? Was meinst du, Mann? Klingt ziemlich teuer, aber bei deinen ganzen Geldanlagen und so sollte das drin sein. 3 Badezimmer? Wer braucht 3 Badezimmer? Wird mich nicht überraschen, wenn Taylor nur an seinen Profit denkt. Was? Nein, das wird er nie machen. Der ist okay. Ich halte ihn für zwielichtig. Wie auch immer, du hast eh Wichtigeres zu tun. Überleg dir, wie du mit Terry in der Champions League umgehst. Früher hat er dich platt gemacht. Ja. Ja, ja, aber wir sind keine Kinder mehr, oder? Nein. So gefällt mir das. Diesmal läuft sicher alles anders. Ja, den machen wir platt, ey. Scheiß drauf, auf Bruder oder nicht. Wird platt gemacht. Heute arbeiten wir an unserem Dribbling, wenn's okay ist.
Ich will Kontrolle sehen, Tempo und Präzision. Alles klar. Triple durch den Hindernisfaktor und reiche vor seinem Gegner das Ziel. Okidoki. Fuck, was ist das denn? Boah, Alter, was geht bei ihm? Nice, haben wir das auch noch geschafft. Alter, der ist voll groß, 1,93. Was geht bei ihm? So will er kein Torhüter werden. Hä, was soll ich machen? Hab gerade nicht aufgepasst. Exzellent. Alles. Pam, pam, pam. Guter Einsatz heute, Gentlemen. Hat mir gefallen. Aber einer hat wirklich überragt, nämlich Danny Williams. So muss das sein. Ah ja, mach dir locker. Vom Hocker. Leichteste Übung. Würde ich mal sagen, ist das nicht die Dings? Ja doch, hier Kim Hunter. Ja, gegen Southamp. Ah, nehmen wir das komplette Team, dann werden wir easy Tore. So, auf geht's. This is Anfield. Wir begrüßen Sie von der heutigen Partie. Wir, das sind Wolfuß und Frank Buschmann. Und in der heutigen Partie heißt es Liverpool gegen Southampton. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an. Setzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. Kurzer Blick auf die Aufstellung von Southampton. Auf dem Papier sieht es bei ihnen heute nach einem 5-4-1 mit Raute aus. Buschi, kurzer Kommentar. Das 5-4-1 sehen wir ja heutzutage sehr, sehr häufig. Die Frage ist dann wirklich, wie sich das im Spiel am Ende wirklich darstellt, wie sie sich aufstellen. Danny Williams. Ball geht an die Latte, da hat er Pech. Hat nicht viel gefehlt, war schon ein guter Versuch. Alter, war mega knapp, ey. Boom. Hopp, mach los. Cedric. Was erwartest du heute von Danny Williams? In der letzten Partie, da hat er ja wirklich nach Belieben getroffen. Da können wir nur hoffen, dass er heute an diese tolle Leistung anknüpft. Der Ball, du Arsch. Gute Aktion. Liverpooler Platz. Los geht's, Danny, renn. Flanke jetzt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Robertson, Mohamed Salah. Da muss er flanken. Die Chance. Mohamed Salah. Mach mal. Dreimal daneben. Ey. Pop, pop. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Ach. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Jetzt gibt's Einwurf. Nicht weit weg vom Tor. Kloppo. Es geht. Jorginho Wijnaldum. Hä? Okay, der muss sie.
Højbjerg. Milner. Ey, Alter, schubst mich hier nicht mal in der Gegend rum. Nicht gut vom Verteidiger. Oh. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Es gibt Ecke und damit erstmal die Chance zur Führung. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Ward-Prowse mit der Ecke. Schöner Kopfball und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt besser auf. Voll den Gegner, die haben. Jetzt wird Zeit für eine Flanke. Cedric. Oh, den hat es ein bisschen umgelegt. Ja, sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Schussversuch. Wow, Torhüter muss nicht eingreifen. Der Ball fliegt über das Tor. Da Williams ganz mal jetzt nach vorne rein. El Yunusi. Was steht denn so hinten rum? Southampton über den Flügel. Jetzt könnte der Pass kommen. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Klein. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Da ist ja schnell der Verteidiger. Ball an den kurzen Pfosten. Und die Flanke hat er. Das war aber zu knapp. Oh. Weg ist der Ball. Kretsch dich um, Alter. Was soll denn das? Liverpool mit dem Einwurf. Pfeife, du. Milner. Ja. Oh. Was war das denn? Hier. Mohamed Salah. Rennen. Schönes Danny. Zuspiel. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Milner. Ball geht in Richtung Danny Williams. Ja. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Präzise Hereingabe hier und dann mag das aber auch klasse im Abschluss. Da bin ich bei dir. Tolles Timing. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ward-Prowse. Und da gibt der Freistoß. Keine Zeit verloren. Freistoß schnell ausgeführt. Ja. Mohamed Salah. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Nix da, die haben gar keine Chancen mehr, die Gegner. Aus Southampton. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Lemina. Oriol Romeo. Da kann er sich den Ball das holen. Das war wohl nix. Aber so wenig wie das hier, was war. Austin. Wijnaldum. Mané. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Danny. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Cedric. Sehr guter Einsatz. Ward-Prowse. Er spielt den Pass zurück. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Und jetzt wird auf beiden Seiten gewechselt. Ach, da bin ich. Van Dijk. Henderson. Cedric. Lemina. Oriol Romeo. Ward-Prowse. Browse. Gut gemacht da draußen. Ich browse auch öfter mal bei der Work. Lemina. Jack Stevens. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Ja, klar, gibt Einwurf.
Die Verantwortlichen dürften zufrieden sein. Sie liegen vorne. Mit dem Wechsel will man nun sicher auch für Absicherung sorgen. El Younoussi. Manolo Gabbiadini. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Liverpooler Platz. Wow. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Die Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Gabbiadini. El Younoussi. Lemina. Ein toller Pass. Schussversuch. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Ball kommt weit. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Schon wieder zu weit. Gabbiadini. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Ward Prowse. Das könnte eine Gelegenheit werden. Nein, wird's nicht. Hör auf jetzt. Und nun ein Schuss. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Chance lebt noch. Ach, fuck. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Mann, warum wollen die mich immer so schnell jetzt auswechseln? Aus dem Schwierigkeitsgrad. Hereingabe jetzt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Das macht er gut. Und er schießt. Latte, aber der Ball ist heiß. Ich möchte der einzige Spieler, der hier irgendwas macht. Und mich wollen sie auswechseln. Ist doch Schiebel. Der Ball ist weg. Abstoß. Nun wird es Wechsel auf beiden Seiten geben. Ach komm, fick dich. Ich will jetzt raus. Deine Mutter. Mal gucken, ob wir jetzt wenigstens noch gewinnen. Scheiße, ey. Wir haben das einzige Tor gemacht. Was machen die? Wechsel mich erstmal aus.